Hallihallo zu einer Vorschau zu meinem 1.11 Patch Let's Play. Ich nenne es auch wild wie mein Serverprojekt, das leider ein bisschen wegen Kinderleien ja momentan gefriest ist, aber ich werde es sicher bald auch weitermachen, auch wenn ich da wieder ein bisschen mehr Interesse gebracht habe. Auf jeden Fall danke ich noch allen, die sich benommen haben auf dem Server. Es waren leider recht wenig, aber ja, sieht halt auch eben kleine Kinderchen an. Das kann man einfach... Ja, die meisten wissen es gar nicht, dass sie kindisch machen. Das ist das Blödeste. Wir haben eine super schöne Gegend hier. Hm? Also, in diesem Vorschau-Let's Play möchte ich euch zeigen, was so das Let's Play dann so ausmacht. Auf jeden Fall ist es eben wild. Das Let's Play ist wild, weil... ja, wir wollen einfach nicht so leben wie in Saus und Braus. Jeder Let's Player macht sich eine Villa, macht sich Mobfarmen, alles mögliche. Und wir wollen wild bleiben. Und dafür habe ich eben dieses John Smith Texture-Pack runtergeladen und die neueste Snapshot-Version geladen. Steht das irgendwo? Das ist, glaube ich, die 21a. Also die 10W10... 21, 4, ja. 31a. Nein, 41, ich weiß auch nicht. Ich dachte, das sei der Monat, aber... Oh, schöner Baum da oben. Ja, also. Und damit wir einfach ein bisschen Vorausschau haben, ein bisschen sehen, was so neu ist und so weiter. Ich habe ja schon ein Video erstellt, wo ich so ein bisschen gezeigt habe. Tja, und ich bin gerade am Kräftverwirrungszeugs da. Oh nein, das muss ich wieder ausmachen. Ständig ist es an. Auto-Jump. Ist sowas von nervig. Ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo das ist. Hier, gell? So, Auto-Jump aus. Also. Ja, wir wollen eben in wilder Armut leben. Ja, nicht unbedingt Armut, aber es ist einfach schöner, sozusagen. Richtige, alte Ding. Und diesen paar Parts, die ich jetzt mache, ich werde eventuell sogar mehr Parts machen, wenn es euch interessiert. Kein Problem. Auf jeden Fall ist mir wichtig, dass wir einfach irgendwie Völker machen oder so. Ich habe schon Ewigkeiten Let's Plays gemacht, die etwas mit Völker zu tun haben. Ich möchte einfach ein bisschen Abwechslung ins Let's Play bringen, deshalb mache ich das. Wir machen jetzt einfach mal zum Beispiel hier eine Wikinger-Siedlung. Ich will jetzt die Wikinger machen, weil ich habe seit dem Leben Let's Play von den vielen YouTubern einen mega coolen Wikinger-Fetisch schon sozusagen. Es ist einfach, ich sah das Haus von ungespielt und dachte mir, ja, der hat sicher auch irgendwie gelernt so zu bauen. Auf jeden Fall sah sehr, sehr nach diesen ja, Profi-Bauten aus. Da dachte ich mir, ja, wieso nehme ich nicht auch etwas Ähnliches für mein Leben-Fanserver, wo ich damals war. Habe ich auch Videos davon gemacht und es war sehr beliebt. Auf jeden Fall habe ich dann die... Moment, wo bin ich jetzt? Ja, die Sachen einfach studiert und habe dann auch so bauen lernen. Und ja, das möchte ich euch einfach jetzt auch ein bisschen zeigen. So ein bisschen aus Nostalgiegründen. Da war ich nicht so gut drauf, war nicht so gesund. Ich bin ja sehr krank, müsst ihr wissen. Gut. Wir werden schon bald Nacht haben und wahrscheinlich schon sterben, weil das Kampfsystem ist nicht so meins. Oh, wir haben keine Sticks mehr. So. Ja, also bauen ist vor allem im Vordergrund.
dann ist im Vordergrund einfach das Rollenspielen. Ich möchte einfach so ein bisschen leben wie einer, der wirklich in Minecraft ist. Also jetzt haben wir Holz sammeln müssen und jetzt müssen wir hier mal von den Monstern Acht geben. Wir müssen hier drinnen auch etwas machen. Wir müssen am besten jetzt zuerst mal in eine Höhle. Ich will alles nicht so, ja, main machen. Viele Let's Player sind einfach ganz normal. Das ist nicht so. Also ich finde die Let's Plays so langsam recht langweilig. Ich habe manchmal wieder, immer wieder so Aufschiebe, da schaue ich Let's Plays von anderen Leuten. Momentan möchte ich es lieber selber spielen wieder. Und deshalb möchte ich es einfach anders gestalten, besser gestalten. Und so weiter. Also, ja, wir brauchen unbedingt Eisen. Also ich kann das noch. Wieso ist das jetzt anders? Ich dachte, man kann schwingen. Hallo? Hallo? Oder ist das nur im Eisenschwert dann? Keine Ahnung. Ich kenne mich ja nicht so gut aus mit den neuen Versionen. Ich bin immer noch im 1.710 wegen Mods. Hab mich sowas von aufgeregt, dass das neue Kampfsystem kam. Oh, da haben wir Kohle. Ja. Und wir werden sehr viel entdecken im Let's Play. Wir werden überall hinreisen. Und ja, alles mögliche. Ich weiß, komme jetzt gerade auch gar nicht nach, was ich so alles geplant habe, weil ich alles schon längere Zeit geplant habe. Aber ja, das Wichtigste ist einfach eine lebendige Welt machen, den es Spaß macht, so erkunden und so weiter. Ich möchte das ja wie eigentlich jedes Mal als Download bereithalten. Und dann dürft ihr gerne das Zeug erkunden, dürft mir sogar die Maps dann wieder ein. Also für mich zum Download freihalten oder für andere auch. Und mal ja, zeigen mir, was sie so gemacht haben. Und die besten werde ich dann natürlich auch vorstellen. Das ist auf jeden Fall schon was fast Pflicht für mich. Gut, und dann haben wir noch ja, das Volkbasierte. Wir bleiben nicht in einem Haus, einfach Ding. Wir haben einfach ein Lager irgendwo und tun das dann mit Loren rüber transportieren ins nächste Lager und so weiter. Wir sind sozusagen Pendler oder so. Ah, so geht's dann gut. Stimmt. Kommt alles mir wieder klar. Wenn wir schon mal ein bisschen Ding holen. Ja, im Mods braucht man es eher, aber so Tintenbeutel sind schon gut zum Färben dann. Ich will schwarze Schafe haben. Ich weiß, wieso ich schwarze Schafe haben will. Eher nicht. Ah, jetzt Pferdchen. Ja, ist leider noch nicht so gut. Hä? Ich hab doch auf normal, ja. Ich habe immer noch keinen Hunger. Ich finde diese Sumpfrohrstangen so cool. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißen. Ach, ist das schön. Mann, euch. Ich hatte im auf dem Server extreme Nostalgiegefühle. Das ist einfach so extrem cool, wieder mal Vanilla zu spielen, nach ungefähr 3 Jahren, seit 1.8 nicht mehr gewollt, nicht mehr spielen wollen. Wir werden eventuell das Versteck halt ein bisschen verstecken, weil ich möchte einfach, dass das Versteck, also das Lager nicht dann so ganz groß wird. Also eventuell können wir auch eine Burg bauen. So eine Wikinger, wie sagt man, den großen Häusern da. Langhäuser. Und ja. Da geht's weiter, schön. Ja, und der Server, der wird endlich
dann wieder ankommen, wenn ich mal mehr Geld habe, gell? Momentan ist einfach das Problem, dass ich sehr viel Geld brauche für einfach Spiele zum Let's Playen und eben auch für das, für die Krankheit. Mir wird ja leider nicht viel bezahlt. Ich brauche sehr viele Medikamente und so, die einfach nicht bezahlt werden von der Krankenkasse. Das ist ein bisschen doof und deshalb der Server kommt, sobald ich wieder Geld habe, genug online, hä? Ja, wir lassen mal das Kohlezeug. Jetzt haben wir mal eine Hungerquelle verloren. Schade, dass eine Hungerquelle weg schon bedeutet, dass wir nicht mehr regenerieren. Das ist ein bisschen doof. Ich habe ja schon gedacht, dass ich so ein ähnliches Spiel machen will, aber es ist einfach zu schwer. Aber wenn ich es machen würde, dann würde ich das natürlich viel interessanter machen und nicht so extrem auf Realismus. Eher die Sachen, die Texturen mehr auf Realismus machen als anders. Nein. Bitte nicht. Ach, der Mond sieht immer so schön aus in diesem Texturpack. Jetzt ist noch Vollmond. Dann ist ja dann plötzlich Leermond. Mondsichel. Mondfinsternis sogar. Wo waren wir? Da vorne, gell? Nein. Wir waren hier vorne. Okay. Schafe haben wir hier schon mal, aber... Ja, okay, sie geben mir jetzt Fleisch. Stimmt. Oh. Schaut euch mal die an. Diese Zuckels. So, wir haben hier mal Platz. Gut. Ja, ich freue mich auf jeden Fall riesig. Es ist Wahnsinn, wie ich Minecraft-süchtig wieder bin. Das ist cool. Und immer wieder diese Videos von Spielern, die einfach extremes Talent haben. Das motiviert mich extremst. Ja. Also, wir brauchen noch ein bisschen Holz, eine Doppelkiste. Ja, so nicht. So. Zucker, Eichensetz. Ja, Zucker können wir behalten. Die pflanzen wir gleich mal an. Gut, hier das Ding. Ja, fangen wir dann im nächsten Part an zu bauen. Bauen wir ein Haus und müssen dann noch weiter farmen. Ich werde mal hier eine Mine bauen. So. Also so Minen können wir wirklich auch gestalten und so. Also alles Mögliche. Wie würden die Menschen bauen, wenn sie wirklich in Minecraft wären? Sie soll alles eher so ausdenkend. Man kann es nicht so beweisen, weil wir können nicht einfach die heutigen Menschen dort reinschieben und dann machen sie so, wie ich es jetzt denke. Das sind ja alte Menschen. Also was würden die alten Wikinger machen, wenn sie jetzt einfach hier wären? Das ist es eher. Und deshalb muss ich halt auch viel nachdenken und brauche vielleicht eure Tipps. Eventuell manchmal noch. Oh. Ja, schauen wir mal, hä? Ich finde das Theorie zu genial hier. Ja, geht hier gerade nicht so. Wir haben hier einfach mal einen Teich. Riskant, aber wir machen es. Ja.
man so blöde Teiche hat in unserer Höhle, dann kommt man nicht so gut weiter. Ich will sowieso nicht alles gerade runter. Gehen wir mal ein bisschen abzweigend. Einfach ganz schön und ja, einfach, dass es Spaß macht. Minecraft muss halt auch manchmal Spaß machen. Man muss etwas anderes versuchen und alles mögliche. Ja. Ja gut, dann haben wir hier Granit. So, wir müssen gleich nach oben. Meine Spitzhacke ist kaputt schon. Hier haben wir auch wieder... Das ist Bruchstein. Das ist Bruchstein, ja. Sieht jetzt nur anders aus. Aber dieses Diorit, mit dem Diorit können wir sicher etwas Cooles bauen. Wollte ich auch im Server auch bauen mit dem. Aber eben, ich habe ein Baumhaus gemacht. Und das mit dem Knochenzeug, das werde ich dann hier im Let's Play auch machen. Ich weiß schon, etwas Cooles, wenn wir auch ein Gebirge haben. Was auch zu den Wikingen passt. Das werde ich dann auch machen, gell? Aber auf jeden Fall gehen wir dann zu einem Gebirge sogar für die Wikinger. Aber ich werde sie wahrscheinlich nicht am Anfang machen. Erst so... Ja, eventuell je nachdem, wo wir starten, gell? Ich werde die erste Map nehmen, außer wenn sie im Wasser, im Ozean ist. Da werden wir nicht anfangen. Hm. Am Maisgebiet würde ich sehr gerne anfangen. Und ja, müssen einfach schauen auf den Schnee. Wir werden wahrscheinlich eher so ein bisschen die Halfsteads benutzen für Wege und so. Mal gucken. Was wollte ich jetzt noch machen? Ja, Fackeln, ne? So, genau. Also, dann schauen wir mal kurz raus wieder. Ist er nicht hier gewesen? Ja, wir haben uns einfach falsch wieder positioniert. Also, wir müssen gucken. Wir gehen wahrscheinlich hier raus, hä? Ja. Das ist unser Weg jetzt raus. Hm. Wahrscheinlich nach dem Fackel setzen. Hab ich da einfach die Seiten verwechselt. Ich wollte eigentlich die Sachen hier hinterpacken. Und eigentlich dort runter minen. Und jetzt ist alles so kompliziert verkehrt herum. Also, eine Schere, genau. Und machen wir noch eine Schaufel. Gut. Machen wir das Steinzeug wieder. Jetzt machen wir noch eine Axt. Und ja, eine Hacke. So. Fangen wir an zu hacken. Prima. Nehmen wir die Kohle wieder mit. Wir müssen jetzt schauen, dass es langsam wieder Tag wird, ja. Hm. So, ich hoffe, dass ich nicht paar zu lange machen werde, weil ich ja Probleme habe mit der YouTube, dass ich mit länger als 30 Minuten manchmal einfach die Videos nicht verarbeitet werden. Also nach dem Hochladen die Verarbeitung bei 95% stockt. Das ist nervig. Ja, sonst tue ich jetzt mal kurz schauen, gell? Sonst sage ich tschüss, bis zum nächsten Part. Oder, ja, wir sehen uns wieder. Bis gleich, oder? Tschüss. Ja, Minecraft ist einfach immer cool, es geht nicht so schnell vorbei. Wir haben noch 10 Minuten. Deshalb machen wir da noch ein bisschen. Ja, das Erzeug habe ich. Das hat einen Plop gehört. Das ist wichtig, dass man einen Plop gehört hat. Ah, der Baum. Ich mag den Baum da so. So.
Nicht schon wieder, bitte. Ich mag meine allergische Asthma-Zeugs nicht. Eine meiner vielen Krankheiten. Wir haben hier noch ein bisschen Weise. Ei. So. Auf jeden Fall werden wir noch die Japaner machen. Das ist sehr, sehr cool, was ich so an Wissen angelangt habe. Da können wir extrem coole Gebäude machen. Wir werden natürlich die Helvetia machen für die Schweizer unter uns. Zum Beispiel ich. Und wir machen eventuell auch die Alemannen. Ich will einfach so etwas wie aus dem Spiel rum. Total War Barbarian Invasion. Also das Add-on. So ungefähr habe ich das vorgestellt in dieser Zeit. Sonst weiß ich. Wann war das? 50 oder 200 nach Christus? Irgendwas so etwas. Da wäre ja 200 vor Christus. Nach Christus. Und ja. Wir werden das Schönes bauen. Wunderschönes. Cool. Das wäre ein gutes Let's Play. Und ich bin für Verbesserungswünsche natürlich jederzeit bereit. Gell? Müsst es ja nicht in die Kommentare schreiben, könnt es mir auch privat irgendwo schreiben. Per PN, ihr wisst ja, im Kanal kann man PNs schicken. Da dürft ihr gerne mehr eine PN schicken. Und ja, ich will jetzt diese bei mir noch nicht haben. Ich möchte kurz irgendwo die Ding holen, die Fichten. Aber nicht dort oben. Der Baum, der muss bleiben. Das ist der heilige Baum des Vorschau Let's Plays zu 1.11. Ich mag die Blumen in diesem Pack. Das sieht so geil aus. Zwar nicht so detailliert, weil es nur 32 ist, aber hat viel ja, schon viel detailliert eigentlich für ein 32 Ding, oder? So, da haben wir. Wir haben so viel Wolle. Wir machen das Wollkönigreich. Ich höre immer die Plops nicht. So wird ein bisschen laut. Ja. Dann sind die. Ja, die Mäs können wir auch getrennt lauter machen. So, und die Mäs wieder ein bisschen runter. Feindliche Kreaturen können wir sogar ein bisschen höher machen. Ist schon wichtig, dass man die hört. Bevor sie explodieren. Ja, und wenn ich geübt bin, werden wir natürlich auch alle Sachen machen, wie zum Beispiel Enderdrängen töten und Elytra holen und so weiter. Klar. Das will ich einfach noch sagen, weil ich habe das Gefühl, die Leute wollen es nicht so sehen, weil es ja, wild ist. Alle sind so erfreut über die Elytren und so weiter. Und wir haben immer noch kein Essen gesammelt. Schafe, ihr müsst alle sterben. Tut mir leid. Aber spawnen jetzt die Tiere nicht nach? Ich habe irgendwas gehört, dass die einfach nachspawnen sollen. Ich dachte immer, die spawnen nicht nach, oder spawnen die schon immer nach. Und ich habe es einfach nie mitbekommen. Naja, auf dem Server ist immer zu viel weg. Zu schnell weg. Die Tiere sind viel zu schnell immer weg. Und deshalb kenne ich mich nicht aus. Ich war ja immer auf Servern. Auch so mit den Let's Plays. Dann kenne ich es nicht. Gut. Also dann haben wir neuen Fleisch. Cool. So, Dille. Dann müssen wir uns auch mal ein bisschen Gras sammeln. So, ja, haben wir mal ein paar Samen. Ich werde die Blumen hier mal alle lassen und vielleicht einen Garten draus machen. Hoppla.
sorry. Ui, prima. Dankeschön, liebes Gras. Hast du gut gemacht. So, meine Schwester kommt wieder heruntergetrampelt aus ihrer Dachwohnung. Das reicht. So, prima. 19 Stück. Cool. Prima. Haben wir noch was anderes? Nö, aber der Fichtensetzing möchte ich anpflanzen. So. Schön. Also, dann haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Die Birke möchte ich noch sammeln. Oh. Junkfehler. Die Junkfehler gibt es immer noch. Das liegt einfach an Java. Das ist ein bisschen blöde. Der Baum hier möchte ich auch lassen, aber ich hätte ihm gern gefehlt. Ja, mal schauen, wie weit der Vorschau, das Vorschau-Let's Play kommt. Auf jeden Fall ist es halt richtig motivationsabhängig. Ich möchte schon ein paar Aufrufe haben. Wird da richtig toll sein und auch. Und dass ihr auch lange schaut, wenn ihr wollt. Das ist natürlich alles freiwillig. So, dann können wir über Nacht wieder meinen. Weil wir jetzt Essen haben. Gut. Ja, meinen kostet immer am meisten Nahrung. Ja, okay, schwimmen und so ist auch relativ nervig. Eine schöne Tür. Ja, pff. Was setzt du das hier? Ist das schlimm wegen dem kleinen Block, der fehlt hier? Ei. So, eine Pferdefarm werden wir noch machen. Damit wir immer mobil sind. Und dann schön Wege. Ich will vor allem die Wege einfach dann mal in einer Extra-Folge oder in einem Livestream machen. Und... ja. So, prima. Wir haben hier jetzt Wolle. Wir machen ein Bett. Wir machen ja, Braten vor allem. Und wir machen mal das Birkenholz zu Holzkohle. Hä? So. So. Ja, ja. Also machen wir hier das Bett hin. Ein bisschen mehr Platz. Direkt hier. Vor der Mine. Schön. Ach toll. Prima. Holzkohle sieht auch interessant aus. Was ist jetzt genau der Unterschied? Haben wir noch eine Kohle? Ja, ist ein bisschen andersförmig. Ein bisschen brauner natürlich, als Braunkohle ist. Ist alles so realistisch. Hm. Ja, dann tun wir die Wolle hier rein. Machen, bauen etwas daraus dann mal. Die Holztüren auch. Hm. Die Eier mal rein. Wir müssen bald Zäune bauen, da müssen wir viel Holz sammeln. Wir müssen eventuell hier mal den Wald wegmachen und hier mal die Farmen hin tun. Sieht auch schöner aus in diesem Wald. Ja, also unbedingt Holz sammeln.
Es geht immer so leicht. Ich freue mich immer, wenn ich diese Bäume habe, weil man so leicht farmen kann. Man muss nicht immer neue Bäume suchen und so weiter. Ja, schön. So, jetzt ist der Part zu Ende. Ja, ich bedanke mich fürs Schauen. Ich werde jetzt kurz den Baum auch fertig machen und dann reingehen und dann beenden. Und ich freue mich auf eure Feedbacks, auf eure Infos, also was ihr gerne haben wollt, Tipps. Und ja, schreibt, ob ihr euch freut oder nicht. Ich bin gespannt. Ja, wir können es gerade jetzt noch fertig machen, dann muss ich das nicht auf Video machen. So. Super, ja, das Video ist schon 30 Minuten alt. Aber das macht überhaupt nichts. Gut. Dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.